Nein, wir waren hier in der Nähe, wir haben Eisbienen gefunden. Eisbeam, schön und gut. Ich brauche die immer nicht. So, da kann jetzt erstmal ordentlich was rein. Nö, du bist doch gerade hier lang. Ich bin oben. Hier gibt es eine Zwischen. Ach, da ist eine Zwischendecke eingezogen. Ja, ich habe eine auf Ebene 70, 71 habe ich eine Etage und eine habe ich auf 60. Ja, und ganz oben ist das andere. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen. Hier, bist du gerade an mir vorbei? Ich muss jetzt nach unten. Ach, ja, es sind die Maschinen schon stehen. Ja, das läuft doch alles. Naja, halbwegs läuft das. So, als nächstes brauche ich wieder pulverisiertes Obsidian. Müsste doch eigentlich schon fertig sein hier. Muss man pulverisiertes Obsidian. Hast du die Wo Stollermutter drin hast ist du? mein pulverisiertes Obsidian? Das hatte ich doch eben noch gehabt. Mein pulverisiertes Obsidian ist weg. Ich hab's nicht. Das muss doch hier sein. Ich hab doch hier eben welchen reingeknallt. Wo ist denn der? Hast du den mit runtergenommen? Nee, der muss hier drinne sein. Habe ich den oben reingeschmissen? Glaube ich nicht dran. Nee, jetzt ist das Obsidian drin. Wo ist Obsidian drin? Nee, es war Lapis. Ich habe doch eben Obsidian fertig gemacht. Ich bin doch jetzt nicht bescheuert oder was? Jetzt habe ich doch extra einen Pulverisierer geschmissen. Der hatte doch auch schon was fertig gemacht. Wo ist denn das Zeug gelandet? So verwirrt kann ich doch noch gar nicht sein in meinem Alter. Der pulverisiert jetzt hier wieder Eisenerz. Zinnkohle, Holzkohle. Aha, okay, ich hab's gefunden. Hast es? War nur wieder zu blind für alles hier. So, Induction Smelter, da ist er, da geht's jetzt rein. Erstmal wieder ein bisschen harten Glas herstellen, dann brauche ich jetzt wieder Kupfer. Da habe ich meinen Kupfer, da habe ich noch mehr Kupfer, das kann hier erstmal wieder rein. Harten Glas hat er schon fertig ein bisschen, das ist schon mal sehr schön. Noch ein und dann müsste ich mir jetzt gleich die Liquidukte bauen können. So, dann bauen wir uns die mal eben fertig hier. Mal gucken, ob es so heile ist langsam. Na, glaube ich, noch nicht. Ah, doch, könnte schon hell sein. Ich kann mal kicken. So, jetzt heißt das nämlich, dass ich hier auf Ja, der anderen heile. Seite die anderen Dinge anbauen muss. Bis später, ich gehe mal wieder. Das ist schön. Das gehen alle nicht so gut. Hm? Ne, deine Türen gehen alleine zu. Ja, die gehen alleine zu. Mann, eine Technik. Klasse, ne? Unsere gehen nie alleine zu, so eine Scheiße. Nee, weil du sie mal auflässt und dich dann wunderst, wenn Creeper reinkommen. Ne, ich lasse die mit Absicht auf wegen Dennis. Verreckt sich immer so schön auf. Ich würde mich aber auch tierisch aufregen. Weil ist ein Tag, wenn nichts kommt, lasse ich die Türen auf, wenn ich nur 2 Minuten draußen bin. Direkt lasse ich ihn auf. Ja klar, die Türen müssen zu. Ist nun mal so. So, zu Hause sind da. Ach, siehst du, ich habe ja meine Ölbiene. Muss ich auch noch holen. So, da geht's raus. Hier möchte ich noch einen draufsetzen. Da werde ich mal jetzt volle Kanne einen draufsetzen, Alter. Boom. Volle Kammer. Das muss ich jetzt erstmal miteinander verbinden. Dann muss ich die richtig einstellen.
Dann muss hier neben unbedingt noch ein Hebel. Ein Hebel, den ich jetzt gerade nicht finde. Und erstmal 6 Hebel fertig hier. Das kann eh nicht schaden. Hebel werde ich noch genug brauchen. Wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, schau in die Wiki nach. Einmal kann raus. Das funktioniert alles, wie es soll. Dann kann ich die Dinger schon mal voll machen, die Motoren. Ja, ist jetzt so ein bisschen Biodiesel ist jetzt hier drin, das ist schon mal sehr schön. Produzieren tun sie noch nichts. Aus dem einfachen Grunde, weil sie noch kein Redstone-Signal haben. Das mache ich mir aber jetzt oben gerade fertig über die, toll, über die Teile, die ich jetzt nicht in Gange habe, weil ich keinen Koks mehr habe. Habe ich hier noch was drin an Energie? Da habe ich natürlich keine Energie mehr drin. Ich brauche dringend, ja. Ne? Genau. Erstmal brauche ich hier dringend noch eine Truhe. Gong Gong, sagt der Kater. Gong Gong kann er sagen. Aber alles klar, ich suche mir einen Job, das kriegt er nicht hin. So, dann werde ich da jetzt nämlich noch ein bisschen was von dem guten Weizen reinschmeißen. Hier hinten habe ich jetzt ja keins mehr, meine ich. Nein, ich habe keins mehr. Dann kann der Weizen da oben erstmal in die Truhe rein. Dann nehme ich das andere Ding jetzt nämlich erstmal außer Produktion. Der frisst mir nämlich sonst die ganze Energie weg, die ich produzieren würde. Alte Quarktasche, was willst du von mir, hm, Jimmy? Was ist? Sprich dich aus, schütte mir dein Herz aus. Lass dich gehen. Hm, Quarktasche, was ist? Komm her, lass dich mal kraulen, ja so. So, dann haben wir das. Der hier kann jetzt auch nicht mehr viel weiter Energie ziehen. Ist irgendwo ein... Oh, oben ist ein Wisp. Oben ist ein Wisp zugange. Verdammte Axt. Den kriege ich so nicht klein. Der hat auch draußen zu bleiben. Der ist bei dir in der Bude? Nein, draußen. So, dann ist jetzt natürlich die Frage, wenn ich... Jimmy, ist ja gut, Dicky. Was hat er denn? Ich jetzt hier... Kann ich die Hebelkopf über ansetzen? Natürlich nicht. Das wäre ja auch zu simpel gewesen. Wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? Wenn ich den jetzt hier neben setze und den hier ansetze, bringt das was? Ja, es bringt was. Sehr schön. Dann will sie jetzt erstmal Energie im Sechserpack geben hier. Produziert und produziert und produziert. Jawohl, so hatte ich mir das vorgestellt. Und müsste sich jetzt ordentlich Energie aufbauen. Die anderen beiden hier, die werden jetzt auch noch ordentlich was zu tun haben. Wieso produziert der nicht? Hat der Hitze? Ich dachte, der hat Hitze. Okay. Ich habe meine Eisbienen gefunden. Eisbienen? Naja, es gibt wichtigere Bienen für mich. Und die habe ich schon gefunden, die ich da brauche. So, jetzt müsste er nicht ordentlich Energie kriegen hier. Ah, jetzt kommt hier ordentlich Energie an. So habe ich mir das vorgestellt. So, das heißt, meine Energieversorgung läuft erstmal teilweise. Jetzt kann ich hier zusehen, dass ich hier den Weizen wieder reingestreut bekomme. Mir da ordentlich Diesel fertig machen kann. Der müsste jetzt nämlich auch laufen wie blöde hier. Oder auch nicht. Ach doch, jetzt geht's. Dauert alles länger, aber es funktioniert zumindest. Den schalte ich mal eben ab hier. Der brennt schon wieder was durch. Rohstoffe fehlen, okay. Er ist hier fröhlich bei. Baut uns hier die Energie auf, die wir brauchen.
Wenn ich das jetzt abschalte, dann sieht man hier jetzt wahnsinnig schnell, dass sich die Energie aufbaut. Also drei Motoren bringen schon ein bisschen was. Natürlich mehr Motoren bringen noch viel mehr. Und da will ich ja irgendwie mal hin. So, jetzt gehen wir mal eben unten gucken, was die Laser machen. Also ob der Laser jetzt mittlerweile schon den ersten Chipsatz gebaut hat, den wir da brauchen. Er scheint fertig zu sein. Nein, ist er noch nicht. Aber er ist gut dabei hier. So, dann brauche ich auch noch unbedingt rotes Rohrkabel. Kann er mir danach nochmal fertig machen. Das können wir danach dann noch machen. So, er ist jetzt dabei. Und ich werde für heute dann erstmal wieder Feierabend machen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Es sind inzwischen schon hier knapp eine Woche wieder vergangen seit der letzten Aufnahme. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier alles so gemacht habe. Die anderen beiden sind auch gerade da hier. Wir hatten uns da so ein bisschen zeitlich abgestimmt für diese Aufnahme. Und ja, der eine erzählt mir gerade, er will eine Railgun haben. Und ich sage, das ist keine gute Idee. Was haltet ihr denn davon? Erzähl doch mal das Problem. Naja, das Problem ist, dass ich ja ein neues Terrain erkundet habe und da auch so einen Respawner gehabt habe, den ich kaputt gemacht habe. Und da fliegen jetzt immer noch so 3-4 Wisps rum, die mich natürlich da nicht bauen lassen, was ich möchte. Das ist ja mal doof. Und also müssen die weg. Ich sag trotzdem, die Plasmakanone ist da irgendwie besser, finde ich. Also das ist meine persönliche Meinung. Was so andere davon halten, das sei ja mal immer dahingestellt. Da hat ja jeder seine eigenen Vorlagen vor allem. Oh, die Plasmakanone ist aber teuer. Ja, aber die ist nicht schlecht. Und vor allem hat sie keinen Rückstoß. Was fehlt denn mir da? Das ist aber die Plasmakanone ist aber echt teuer vom Material. Oder baust dir beide an. Die einen für den Wisp, dann kriegst du mit einem Schuss erledigt. Welche? Hm? Womit kriegst du die erledigt mit einem Schuss? Mit der Railgun kriegst du die Wisps erledigt vielleicht mit einem Schuss, wenn du vernünftig zielst. Hast aber einen gewaltigen Rückstoß. Und für die restlichen Gegner würde ich mir die Plasmakanone einbauen. So, was will ich denn heute überhaupt machen? Heute möchte ich erstmal hier hinten noch weiter an der Kühlung arbeiten. Habe ich denn überhaupt noch Liquidukte? Aber für die Plasmakanone brauche ich dann 8 Enderperlen. Ja. Bei erweiterte Schaltkreise. Enderperlen sollen ja nur auch nicht das Problem sein, ne? Wenn ihr schon Minimumstein habt? Nein, das nicht. Siehst du. Ich hab sogar eine ehrlich erwirtschaftet, ja. Oh, wie kommt das denn? Ja, weil ich mich mit dem Enderman angelegt habe. Oh. Beziehungsweise, wie hat das so schön? Ich habe ihn angeguckt. Ich glaube, ein oder zwei Enderperlen habe ich auch schon irgendwo rumliegen. Ja, zwei habe ich auch schon. So, was mache ich denn jetzt als nächstes? Ich werde mich jetzt als nächstes wieder um die Kühlung oben kümmern. Das heißt, ich brauche wieder ein paar Sachen. Da hat sich gerade bei mir so ein bisschen was verabschiedet. Wenn ich unten hingeklickt habe, das fand mein Rechner gerade nicht so toll, hat er das Fenster zugemacht von Minecraft und hat die Aufnahme kurz unterbrochen. Naja, was soll's. Okay. So, ja, da ist die Windows-Leiste ist durchgekommen. Das fand er jetzt äußerst praktisch, die jetzt hier gerade durchzubringen. Und, also nächste Mal Aufnahme, oder? Doch, Aufnahme ist immer noch. Ich habe jetzt wieder das Vollbild an und das Stück dazwischen muss ich rausschneiden einfach nur. Das geht. Ich kenne mich damit schon aus mittlerweile. So, was werde ich denn jetzt? Ich brauche den AWU, den Aquarius Accumulator brauche ich nochmal ein paar. Dafür brauche ich wieder Machine Frame, Zinnbarren und einen Pneumatic Server. Ich glaube, einen werde ich mir erstmal machen. Einen Servo habe ich ja noch irgendwo rumliegen hier. Meine ich. Da ist noch ein Servo. Dann werde ich brauchen Zinn. Hier habe ich noch Silber, das kann ich hier hinten noch reinknallen gerade. So. Eisen werde ich brauchen. Gold kann ich hier noch in die Schmelzung geben. Naja, doch, das ist. Es wird alles. Die Energie baut sich langsam hier wirklich auf, wie sie soll. Liquid Transposer. Oh, wir müssen nur Diamanten farmen hier, wa? Meinst du?